Herr Fontana, was ist genau der Beruf von der Agatha Brötlini? Der Beruf von Agatha Brötlini ist eigentlich, dass das so Unheil bewahren, wie eben vor Unheil bewahren, zum Beispiel Feuer und Unwetter und so. Einfach als Agatha Brötlini tue ich auf die Seite das ganze Jahr. Und dass ich jetzt so ein Wetter hat, tue ich Brosmen vor die Tür oder tue ich es rausheichen. Also eigentlich in dem Sinn. Mhm. Ja. Wie viele Brötchen habt ihr denn jetzt für dieses Jahr produziert? Dieses Jahr haben wir 2160 produziert. Und habt ihr das Gefühl, dass die Tradition hier im Seisenbezirk immer noch lebt? Also im Seisenbezirk würde ich sagen, im Oberland sicher, ja. Ja. Also wir haben so eine Filiale zu Düdingen. Wir probieren dort das mal das ein bisschen bekannt machen. Es sind viele, die bestellen können. Aber dass sie auch auf eine Plafeien kommen oder also eine Beziehung zu Plafeien. So. Ja.